Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich will zunächst ausdrücklich Danke an die Grünen sagen, die ja sehr schnell die Aktuelle Stunde hier beantragt haben. Es ist auch gut, dass wir zu einer vereinbarten Debatte gekommen sind. Meine Fraktion hat da am Sonntag gefordert, dass es eine Regierungserklärung gibt. Wir haben jetzt ungefähr wöchentlich Regierungserklärungen. Und das ist auch richtig und notwendig zu all den Themen. Aber in dieser Frage schaut Europa im Übrigen auch auf uns, meine Damen und Herren. Und dass Sie von der Opposition gezwungen werden müssen, dass das hier Thema wird und dass dann noch wirklich kein Minister, wie die Kollegin eben sagt, hier ist, das ist wirklich skandalös. Nicht mal der Innenminister. Kein Minister findet es als notwendig, hier anwesend zu sein. Dann kann ich die Worte nur begrenzt ernst nehmen, Herr Krings. Das ist nun mal leider so. Es ist doch... Allein die schlichte Tatsache, dass es bundeswehrweit über 1000 Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte gegeben hat, fünfmal mehr als vor einem Jahr, die ist doch Grund genug. In Deutschland applaudiert der Mob, wenn die Flüchtlingsunterkünfte brennen. Meine Damen und Herren, wo sind wir hingekommen? Herr Krings, ich will ausdrücklich betonen, wir sind uns in einer Frage einig. Diese Vorfälle in Klausnitz und Bautzen sind verabscheuungswürdig, sind widerlich und sind eine Schande für unser Land. Aber, meine Damen und Herren, es ist kein Zufall, dass diese Vorfälle in Sachsen geschehen. Erst Heidenau und Freital, dann Bautzen und Klausnitz, jeden Montag Pegida. Das alles ist auch Ergebnis einer verhängnisvollen Politik, die unter CDU-Verantwortung in Sachsen über 25 Jahre gemacht wird. Und das geht im Übrigen schon. Das geht im Übrigen schon auf die Überzeugung des damaligen CDU-Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf zurück, der festgestellt hat, Sachsen sei immun gegen rechtsextremistische Tendenzen. Das ist ein O-Ton. Und über Jahre hat die CDU hier eine Verharmlosung und eine Ignoranz betrieben, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen nur ein paar wenige Beispiele aktuell sagen. Erstens, ein sächsischer Landtagsabgeordneter der CDU namens Kraus hat den Vorwurf der Amadeo-Antonio-Stiftung zurückgewiesen, dass sächsische Landespolitik Nazis groß mache. Das sei kein neuer Vorwurf und er bleibe trotzdem Unsinn, sagt Herr Kraus, in der jungen Freiheit. Ich meine, der Mann merkt offensichtlich nichts. Der Mann merkt offensichtlich nichts. Und es ist auch absolut unverständlich, dass die Staatskanzlei zu einer Dankesveranstaltung für Helferinnen und Helfer einen Menschen des Pegida-Vorstandes einlädt. Das ist doch kein Zufall, meine Damen und Herren. Und dann bei dem Asylbewerber Heimen Klausnitz ist ein AfD-Mitglied oder war ein AfD-Mitglied-Chef. Und der Bruder organisiert die Proteste der ankommenden Hilfesuchenden. Das sind doch Beispiele. Das ist aber kein Wunder, wenn der Ministerpräsident Herr Tillich, der verantwortlich ist, gesagt hat, der Islam gehört nicht zu Sachsen. Das ist der Mann, der diese Rechten gleichsetzt mit der Bürgerbewegung Stuttgart 21. Na, meine Damen und Herren, wo leben wir denn? Wo leben wir denn? Und Herr Krings, eins will ich Ihnen auch sagen. Wenn Sie sagen, anhand einer solchen Sequenz könnte man das nicht beurteilen, Ihr Innenminister konnte das. Aber eines, das will ich Ihnen denn schon deutlich sagen. Traumatisierte Flüchtlingskinder, die so Schreckliches erlebt haben, die nimmt man in den Arm und nicht in den Würgegriff, meine Damen und Herren. Es ist und bleibt notwendig, dass demokratische Kräfte hier Haltung zeigen und klarmachen, dass die Menschen, die zu uns kommen, anständig behandelt werden. Unsere Solidarität, und ich hoffe, die Solidarität des ganzen Hauses, muss all jenen gehören, die gegen rassistische Hetze auf die Straße gehen und die die Flüchtlingshilfe unterstützen. Und da meine ich die Kirchen genauso wie die Antifa-Bewegung und Nachbarschaftsinitiativen und viele andere Menschen mehr in diesem Land. Die müssen wir stärken. Und ich sage Ihnen im Übrigen, meine Partei in Sachsen, die steht an der Seite genau derer. Und es ist kein Zufall, dass die meisten Büros in Sachsen, die von Abgeordneten angegriffen werden, eben Büros der Linken sind. Das ist wirklich kein Zufall, meine Damen und Herren. Und deshalb, ja, ich bin für Ihren letzten Satz, Entschlossenheit. Lassen Sie uns die gemeinsame Botschaft nach außen tragen, dass wir aufstehen müssen für mehr Mitmenschlichkeit in unserem Land und in Europa. Herzlichen Dank. Für die SPD.